Hier sind die Robotik-News des Roboterkanals vom September 2021. Unser einjähriges, ja, es ist die 12. News, die wir hier haben. Mit folgenden Themen. Roboter sammeln jetzt Müll, was sehr wertvoll ist. Dann gibt's ein neues SPS-Schnittstellenkonzept, das die Programmierung von Robotern erleichtert. Und die International Federation of Robotics hat das Potenzial von autonomen mobilen Robotern untersucht. Und ganz große News, Tesla hat einen humanoiden Roboter angekündigt. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von RobTech. Jetzt haben wir schon ein Jahr unsere News, die Robotik-News. Wenn sie dir gefallen, gib doch dem Video gleich einmal einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr so Inhalte sehen willst, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt geht's aber los. Wir haben Roboter, die Müll von Grünflächen sammeln. Die Idee stammt von zwei Münchner Studenten, die sich 2019 im Seminar Think, Make, Start kennengelernt haben. Ziel des Seminars war es ja, innerhalb von 2 Wochen eine technische Lösung für ein reelles Problem zu entwickeln. Aus dem Seminar heraus entstand nicht nur der Roboter, sondern auch das Startup Angsa Robotics. Die beiden Studenten wollten nicht nur eine Technologie erfinden, sondern mit Hilfe künstlicher Intelligenz einen Teil zum Umweltschutz beitragen. Ja, das finde ich sehr stark. Ich wünschte mir mehr Entwickler, die sich auch um reelle Probleme kümmern, auch was die Umwelt angeht. Also, auf alle Fälle, wir sehen es ja, vor allem im Sommer sind die Grünflächen in den Parks ja oder in Freibädern voll mit Zigarettenstummeln, Verpackungen, Kronkorken und so weiter und so fort. Vor allem der kleinere Müll bleibt dann liegen und wird in die Erde eingetreten, sodass ja, das kaum noch auffällt. Dadurch ist es für Reinigungskräfte fast unmöglich, den Kleinmüll richtig zu entfernen, weil das sehr zeitaufwendig wäre. Ja, und du siehst es ja auch kaum. Kehrmaschinen sind in Grünanlagen nicht einsetzbar. Das hat natürlich für die Umwelt massive Folgen. Zum Beispiel, ja, das wusste ich auch nicht, ein Zigarettenstummel verunreinigt 40 Liter Grundwasser. Das ist ziemlich heftig, ja, wenn da Tausende von den Zigarettenstummeln rumliegen. Das ist nicht gut. Die müssen weg. Und genau für dieses Problem haben die beiden Studenten eine Lösung entwickelt. Einen kleinen Roboter, der den Kleinmüll findet, analysiert und punktuell aufsaugt, ohne dass die Grünflächen außen herum zerstört werden. 2020 bestand das Team dann schon aus 16 Mitarbeitern und 2022 soll die erste Vorserie des Roboters bereits auf den Markt kommen, auf das ich mich sehr freue. Der Roboter besteht aus 3 technologischen Komponenten. Zum einen gibt es die Objekterkennung. Ja, muss ich erst einmal sehen, was habe ich denn da? Über eine eingebaute Kamera und KI natürlich kann der Roboter den Müll erkennen und klassifizieren. Die zweite Komponente ist das autonome Fahren, das über ein globales Navigationssystem funktionieren soll. Und die dritte Komponente ist die Entfernung des Mülls natürlich. Das Gerät verfügt über einen integrierten Sauger, um auch eingetretenen Müll punktuell zu entfernen. Super Sache, wie ich finde. Ich wünsche dem Unternehmen sehr viel Erfolg. Ich wäre es natürlich toll, wenn ein paar Investoren aufspringen würden. Das ist doch wirklich mal eine sinnvolle Erfindung. Profibus und Profinet International starten mit einer Erweiterung des Technologieportfolios für Robotersysteme, um die herstellerübergreifende Standardisierung von Datenschnittstellen zu vereinfachen. Also in einfachen Worten, in modernen Produktionen wird das System normalerweise von der SPS gesteuert, also das Produktionssystem. Und der Anwender programmiert meist über eine speicherprogrammierbare Steuerung, die SPS, die Abläufe. Deshalb besteht ja die Anforderung, dass auch Robotersysteme verschiedener Hersteller über ein SPS-Programmiersystem einheitlich gesteuert und programmiert werden können. Haben wir auch schon mal was im Kanal gehabt. Gibt mehrere Hersteller, die an diesem Thema arbeiten. Jetzt will auf alle Fälle Profinet International nun eine einheitliche Datenschnittstelle zwischen SPS und Robotersteuerung definieren, sodass Roboterprogramme dann vollständig von der SPS gesteuert werden können.
Das hat natürlich den Vorteil, dass der SPE-Hersteller dann nur noch eine einzige Roboterbibliothek basierend auf dieser Datenschnittstelle braucht, während der Roboterhersteller nur noch einen einzigen Interpreter für seine Robotersteuerung implementieren muss. Über die Schnittstelle sollen die Roboterfunktionen aufgerufen und die Zustandsinformationen an die SPS zurückgemeldet werden. Zielgruppe dieses Schnittstellenkonzepts sind SPS und Roboterprogrammierer, die eine Maschine inklusive Roboter implementieren, aber natürlich profitieren auch Maschinenbediener und Anlagenbetreiber davon. Es gibt noch keine Angaben dazu, wann dieses Konzept dann tatsächlich auf den Markt kommt, was in jedem Fall ein großer Schritt in Richtung einheitlicher Systeme wäre. Aber an diesen Themen arbeiten wir ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich bin einmal gespannt, wann denn da wirklich was Marktreifes auf den Markt kommt. Hat ja auch die Firma Siemens so ein Projekt angekündigt und es gibt noch mehrere, die daran arbeiten. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Wie siehst denn du das? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Was haben der Grünflächenroboter, Boston Dynamics Roboter und Spot, die Roboter von Olympia und humanoide Roboter wie Pepper gemeinsam? Sie sind mobile Roboter, genau. Roboter sind schon lange nicht mehr nur unsere fest montierten Helfer aus Stahl und Eisen. Stattdessen können sich viele von ihnen frei im Raum bewegen und sich über verschiedene Hilfsmittel orientieren. Ja? Autonome mobile Roboter, abgekürzt AMR, sind ein riesiger Trend in der Robotik, weshalb die International Federation of Robotics nun ein White Paper veröffentlicht, in dem die Entwicklung von mobilen Robotern untersucht wurde. Im White Paper A Mobile Revolution prognostiziert die IFR, dass der Absatz von AMR zwischen 2020 und 2023 in der Logistikbranche um 31% jährlich steigern wird. Im öffentlichen Raum wird sogar ein jährliches Wachstum von 40% weltweit vorhergesagt. Traditionell werden mobile Roboter in einem industriellen Umfeld eingesetzt, um zum Beispiel Produkte zu transportieren. Aber inzwischen gibt es ja auch immer mehr Anwendungen im öffentlichen Raum, zum Beispiel als Reinigungsroboter in Kliniken oder am Flughäfen, als Assistenten in Shops, in Hotels oder als Lieferroboter gibt es ja die verschiedensten mobilen Roboter. Obwohl bereits seit den 1940er Jahren an den Technologien für autonome Mobilität gearbeitet wurde, sind AMR erst in den letzten 10 Jahren kommerziell nutzbar geworden, was vor allem natürlich daran liegt, dass wir heutzutage leistungsfähigere und günstigere Computer haben und die Entwicklung von Sensoren und Bildverarbeitungssystemen richtig Fahrt aufgenommen hat. Das White Paper ist kostenlos erhältlich auf der Seite des IFR und umfasst 30 Seiten inklusive Quellen. Wer interessiert ist, kann es sich also herunterladen. Neben der Wachstumsprognose werden auch die verschiedenen Anwendungsbereiche mit Beispielen vorgestellt. Alles in allem ist die autonome mobile Robotik natürlich ein riesiger Wachstumsmarkt, in dem wir, denke ich, alle sehr viel Potenzial sehen, vor allem auch was Logistik und Fabriken angeht. Ich freue mich aber ganz besonders auf die Anwendungen im privaten Bereich, wo uns die kleinen mobilen Roboter unterstützen werden. Elon Musk hat die Markteinführung eines humanoiden Roboters angekündigt. Mitte August fand der AI Day, also der Tag der künstlichen Intelligenz, bei Tesla statt. Und an diesem Tag hat Elon Musk den Tesla-Bot vorgestellt. Der Roboter soll eintönige und sich wiederholende Arbeiten übernehmen und Menschen bei den körperlichen Arbeiten helfen. Der Bot soll 1,73 Meter hoch sein, 57 Kilo wiegen, so ähnlich wie ich praktisch, und alle möglichen Jobs erledigen können. Vom Schrauben bis hin zur Abholung von Einkäufen im Laden. Der Roboter wird mit 8 Kameras ausgestattet werden und die gleichen Sensoren wie Tesla zum Beispiel auch im Auto verwendet haben. Laut Musk ist der Bot eine Antwort auf den Fachkräftemangel, weshalb der Preis noch nicht zu hoch sein soll. Er soll freundlich sein und langsam genug, dass man von ihm davonlaufen könnte.
die größte Herausforderung ist es, dass er gezielt trainiert werden muss, gleichzeitig aber auch ohne explizite Anweisungen funktionieren soll. Deshalb bekommt das Gerät einen Bildschirm am Kopf für nützliche Informationen, soll aber ansonsten autonom laufen. Allerdings meldeten jetzt nicht nur Experten sehr schnell Zweifel an, ob Musk wirklich seine Ziele für diesen Roboter erreichen kann, denn er ist schließlich bekannt dafür, große Ankündigungen auf Events zu machen, um dann später zurückzurudern. Die Experten gehen davon aus, dass eine solche Erfindung noch weit mehr als 10 Jahre brauchen wird, bevor humanoide Roboter Aufgaben wie Einkäufe abholen erledigen können. Japanische Unternehmen wie Toyota oder Sony entwickeln ja bereits seit Jahrzehnten Prototypen für menschliche Roboter und selbst diese sind nur für sehr begrenzte Aufgaben nutzbar. Meine persönliche Meinung ist ja dazu, dass ein humanoider Roboter absolut ungeeignet ist, um im Alltag uns mithelfen zu können, weil ein zweibeiniger Roboter einfach viel zu viel Energie braucht. Ja, wir bräuchten mindestens 3 Beine, dann könnte er nämlich stehen bleiben, ohne Energie zu brauchen. Aber da können wir lange philosophieren. Ja, schreib's mir gerne in die Kommentare, wie du darüber denkst. Wir müssen also abwarten, ob Tesla wirklich im nächsten Jahr einen Prototyp für einen humanoiden Roboter präsentieren kann oder ob es sich nur um wilde Visionen gehandelt hat, die ja der Elon Musk ja auch ab und zu wirklich genial realisiert. Also da sind wir sehr gespannt. Was hältst du davon, dass Tech-Riesen wie Google und Tesla jetzt in die Robotik einsteigen? Schreib mir doch gerne auch dazu deine Meinung unten in die Kommentare. Und zum Abschluss noch eine kleine Veranstaltungsempfehlung. Vom 16. bis 22. September findet in Dresden das Robotik Festival statt. Endlich wieder Präsenzveranstaltung. Tickets sind auf der Webseite erhältlich und es gibt auch einen Online-Zugang. Am Tag vorher, am 15. September, findet von Kollege Roboter, unserem Partner, die Satellitveranstaltung statt, welche ich moderieren darf, also mitmoderieren darf und auch einen spannenden Vortrag halte. Vielleicht sehen wir uns ja da mal persönlich, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Das waren jetzt auf alle Fälle die Roboter-News vom September 2021. Das erste Jahr ist geschafft. Viele weitere Jahre werden hoffentlich folgen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir natürlich einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Und wenn du mehr solcher Videos sehen willst, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.